So. Ich weiß nicht, ob ihr die Musik gut hören konntet. Ich hoffe es, weil sie euch unter Umständen bekannt vorkommen könntet, wenn ihr damals im Parkstadion gewesen seid. Das war dieser bekannte Countdown zum Spielbeginn. Und ja, herzlich willkommen erstmal an euch alle. Ich bin schon sehr aufgeregt, wie es heute wird, weil es ein Thema ist, was mich persönlich auch ein wenig berührt, denn ich bin auch im Parkstadion groß geworden.
Ich bin schon ganz gespannt, was Stefan Bartha uns heute alles zu erzählen hat. Es liegen auf jeden Fall schon eine Menge Sachen hier rum, die ich gerne alle einpacken möchte nachher. Das geht natürlich nicht, aber das soll euch Stefan alles später bitte erklären und das wird er auch tun. Ich würde noch mal einmal kurz sagen, das ist der zweite Livestream vom Schalker Fanprojekt. Ihr seid jetzt hier im Büro des Schalker Fanprojektes, da was direkt an der Schalker Meile liegt. Und durch die aktuelle Situation rund um den Virus sind wir natürlich gezwungen, unser Angebot auch etwas anzupassen. Und eine Sache ist halt, dass wir diesen Livestream hier jetzt eingerichtet haben. Das ist der zweite. Beim ersten Mal hatten wir eine Lesung von Markus Peik, Blutige Karten. Und heute ist eben das Parkstadion unser Thema mit Stefan Bartha. Falls ihr Interesse habt, was wir noch so alles machen, geht mal auf unsere Homepage, Instagram, Facebook, was auch immer. Wir sind überall vertreten. Wir freuen uns über Rückmeldung. Ganz wichtig, wenn euch irgendwas auffällt heute, weil wir lernen natürlich auch immer wieder dazu bei diesem Thema, was man alles so mit diesem Internet machen kann. Gebt uns bitte eine Rückmeldung, ein Feedback. Und Feedback ist auch ein gutes Thema, weil ich nämlich gleich nebenan im Büro sitze und immer schön Fragen mitschreibe, die ich dann dem Stefan reinreiche, die er dann auch beantworten möchte. Also Fragen immer bitte in den Chat rein. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen. Und ich gebe jetzt weiter an Stefan und wünsche euch viel Spaß. Applaus, Applaus. So. Ja, hallo, guten Abend, Glück auf erstmal. Das ist ein bisschen ungewohnt alles für mich. Ich sitze hier vom PC und sehe keine Reaktion. Ich sehe euch ja nicht und naja, habe ein bisschen improvisiert zum Parkschein heute. Ich möchte euch mein Buch einmal vorstellen, was ich vor längerer Zeit geschrieben habe, um genauer zu sagen, vor 10 Jahren. Mein Parkstadion. Ja. Ist allerdings nicht mehr käuflich zu erwerben, restlos ausverkauft, erzielt Liebhaberpreise. Nichtsdestotrotz erzähle ich euch ein bisschen darüber, über das Parkstadion, über das Buch und ja, so wie die Zeit, wie es früher eben war. Ich habe mir hier so ein bisschen so ein paar Notizen gemacht und ja, ich hoffe, euch gefällt es und stellt immer ordentlich Fragen. Der Markus wird mir das reinreichen, hat er ja gerade schon erzählt. Dann werde ich die versuchen zu beantworten, wenn ihr denn welche habt. Und ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Meine Mütze, den Parkstadion Wutbürgerhut, den nehme ich jetzt mal ab hier. So, und schmeiße ihn hier rüber. Und ja, fange dann einfach mal an. Zu meiner Person. Ich heiße Stefan Bartha, bin 56 Jahre alt und gehe seit 1976 auf Schalke, genauer gesagt seit dem 23. Oktober 1976. 1-0 Klaus Fischer. Ja, gegen den HSV. Und vom Spiel habe ich nicht so viel mitbekommen. Ich habe viel zur Kurve geguckt. Das hat mich schon fasziniert, was da los war, die Fahnen und so, die da wehten und die Gesänge. Und von dem Tag an bin ich eigentlich immer auf Schalke gefahren, habe die Zweitliga-Jahre mitgemacht und natürlich auch den UEFA-Pokal gewinnen, aber auch den letzten Spieltag. Dazu später mehr. Ja, ihr könnt auch was gewinnen. Ihr könnt was gewinnen heute. Leider nicht das Parkscheinbuch. Da habe ich selber nur noch 2 Exemplare von. Und die bleiben auch bei mir. Ich habe noch ein anderes Buch geschrieben. Das seht ihr hinten. Das ist ein bisschen spiegelverkehrt hier. So, da habe ich es. Schalke International. Das ist mindestens genauso schön. Mit genauso vielen Abbildungen. Und das könnt ihr gewinnen. Über alle Schalke internationalen Spiele. Viele Erinnerungen, viele Fangeschichten, wie auch im Parkscheinbuch. Und dazu müsst ihr aber ganz zum Schluss müsst ihr eine Frage beantworten, die ich aber auch erst zum Schluss stelle, sonst wäre es ja witzlos. Ja, und wer das Buch dann gewinnt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, das macht dann der Markus, da will ich nichts mit zu tun haben. So, wo bin ich stehen geblieben? So, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, das wird sowieso hier alles improvisiert gleich, aber so ein bisschen müssen wir uns ja an einem Ablaufplan herumhange oder so. So. Also, das Buch heißt Mein Parkstadion, geliebt, gehasst, vermisst. 3 Worte, alles sagen. Und dazu möchte ich eine kleine Passage aus dem Vorwort, aus dem Parkscheinbuch vorlesen. Ja? Geliebt, gehasst, vermisst. Sicherlich war das Parkstadion zu Spielzeiten aufgrund der offenen Bauweise nicht sehr beliebt bei vielen Anhängern unseres Vereins.
Die räumliche Nähe zum Spielfeld, wie sie zum Beispiel ein Ruhestadion in Bochum zu bieten hatte, war im Leichtathletikstadion des Reviernachbarn in Gelsenkirchen nicht gegeben. Die Nordkurve schrie sich Spieltag für Spieltag heiser, nur um ihre Mannschaft anfeuern und dabei auch zu erreichen. Auch war nur ein geringer Teil des Stadions überdacht und alle Zuschauer auf den Stehrängen und der Gegenrade waren in Witterungsverhältnissen schonungslos ausgesetzt. Somit war das Parkstadion nicht sonderlich angesehen, denn zur Sommerzeit macht die Bundesliga ja bekanntlich Pause. Naja, stolz war man natürlich auf das Fassungsvermögen, 70.000 Zuschauer. Der Betonschüssel, die damalige hochmoderne Anzeigentafel, das war wirklich ganz modernes Ding wie heute der Würfel, und die riesigen Fluglichtmasten, die für die Anhänger des FC Schalke 04 so etwas wie das Wahrzeichen des Berger Feldes geworden sind. Außerdem, was sollte man denn anderes machen? Man hatte ja kein anderes Stadion. Also arrangierte man sich so gut es ging mit dem, was man hatte. So entstand eigentlich schon zu Spielzeiten eine Art Hassliebe zum Weinrund, das trotz bester Zuschauerzahlen meistens nicht einmal halb gefüllt war. In der Saison 87-88 verfolgten sogar durchschnittlich nur 13.000 Zuschauer die Spiele. 13 durchschnittlich. Das heißt, es gab Spiele mit deutlich weniger. Dreimal stieg Schalke in 28 Jahren, indem man im Park schon spielte, ab und wieder auf. Und so manches Mal drohte der Verein im Sumpf der Skandale unterzugehen. Zahlungsunfähigkeit war im Laufe der Parkschauenjahre ein oft gebrauchtes Wort. Naja, Zahlungsunfähigkeit, heute auch noch so, kennen wir. Aber 28 Jahre haben wir nur in der Schüssel gespielt. Das heißt, wenn man überlegt, die Glückaufkampfbahn wurde 1929 eingeweiht und da haben wir gespielt bis 1973. Das waren schon ein paar Jährchen. Und die Arena ist jetzt auch schon fast 20 Jahre alt. Also 19 Jahre ist die Arena alt und kommt mir vor wie neu. Ja? Das war beim Park schon anders. Da hat man schon nach 28 Jahren gesagt, das Ding können wir eigentlich nur noch abreißen. Ja, leider. Trotzdem kamen bei kleinsten Erfolgen und Aufwärtstrend immer wieder Tausende von Zuschauern zu den Spielen und unterstützten ihr Team, so gut es ging. In diesem Stadion gab es Zweitligaspiele vor über 50.000 Zuschauern, auch wenn es nichts zu gewinnen gab. Die Massen strömten jahrelang trotz mittelmäßigen Fußballs nur um ihre Mannschaft zu sehen und zu unterstützen Richtung Berger Feld mit der Hoffnung, mit einem Sieg im Herzen wieder nach Hause fahren zu können. Kleinere Erfolge. Mit zwei Vizemeisterschaften in der Bundesliga gab es nur in einer der frühen Jahre, 1976-77. Letzter Spieltag gegen Borussia Dortmund war ich da. 4-2 gewonnen. Leider wurde in München das Spiel ein bisschen, naja, gehen wir nicht drauf ein. Sind Vizemeister geworden. Und in der letzten Saison 2000-2001 mit tragischem Ende. Doch auch der für alle völlig überraschende größte Erfolg der Vereinsgeschichte, der Gewinn des UEFA Cups 1997, fällt in die Parkscheinzeit. Ansonsten war der Alltag auf Schalke vom sportlichen Mittelmaß geprägt. Das Parkscheinen aus emotionaler Sicht eine Achterbahnfahrt mit vielen Tälern und wenig Höhen. Ja, und nun, seit mehr als 10 Jahren steht ihr noch, das stimmt natürlich nicht, jetzt 20 Jahre fast. Seit nun mehr 19 Jahren spielt der Verein meines Herzens in der hochmodernen, multifunktionalen neuen Arena auf Schalke. Ein Stadion, das nichts zu wünschen übrig lässt und um das uns halb Fußball-Europa beneidet. Mit einem Dach zum Schließen, einem für alle Zuschauer einzusehenden Videowürfel, besten sanitären Anlagen und preisgekrönten Catering, ein Stadion mit direkter Zuschauernähe zum Spielfeld, herausfahrbarem Rasen. Ein Stadion, in dem so laut gejubelt werden kann, dass es mit dem Lärm eines startenden Düsenjets verglichen werden kann. Ein Stadion mit Museum für die Tradition und VIP-Logen für die Sponsoren. Ein Stadion, in dem man kein Bargeld mehr braucht und das immer ausverkauft ist. Ein Stadion, in dem der moderne, wöchentliche Fußball-Event sein Zuhause gefunden hat. Es ist ein wunderbares Stadion, in dem ich das Team meines Herzens besser verfolgen kann denn je und ich einen Platz habe, den ich nicht besser hätte wählen können. Das ist schon toll. Doch trotz aller dieser Vorzüge verspüre ich immer öfter das Verlangen, noch einmal, nur ein einziges Mal, ein Spiel von Schalke von der Nordkurve des Parkstadions aus sehen zu können. Ich erwische mich dabei, wie ich von Regenspielen träume und den Blick auf die halbvolle Tribüne genieße, während mir der Schneeregen in mein Gesicht peitscht. Ich feuere meine Mannschaft dabei an, spüre, wie tausende Freunde zusammenstehen und ich mir an diesem Augenblick sicher bin, dass der FC Schalke niemals untergehen kann. Es herrscht ein rauer Ton in der Kurve, in diesem Traum, und meine Eintrittskarte hat gerade einmal 5 Mark gekostet.
Ich befinde mich zu einer Zeit beim Fußballspiel, als der ehemalige Arbeitersport noch für diese erschwinglich war. Es ist die Zeit, als ich jung war und zu der ich meine Liebe zu einem Fußballverein finde, dem ich die ewige Treue schwöre. Und trotz vielen sportlichen Rückschlägen werde ich, wie viele andere auch, immer wieder in die Heimspielstätte dieses Vereins pilgern, um diese Treue nie zu brechen. Auch wenn es wieder einmal bitterkalt war. Doch wenn ich heute über die Gänge der Arena schlendere und mich unterhalte mit all den Schalkern, die ich noch von früher her kenne, höre ich immer öfter, dass ich nicht der Einzige bin, der diesen Traum hat. Woher kommt das, frage ich mich. Wir haben doch alles, was wir uns immer gewünscht haben. Das schönste Stadion der Welt. Erfolg, wenn auch nicht die Meisterschaft und eine Dauerkarte, die uns auf Lebzeichen sicher ist, solange wir sie bezahlen können. Was zieht uns also zurück in eine Zeit, als der Besuch unseres Stadions noch einem Abenteuer glich? Die Bratwurst vielleicht, die nur der Stärkere rechtzeitig zu Spielbeginn bekam, weil es keine ordentlichen Reihen gab, sondern nur Geschubse und Gedränge? Der sportliche Erfolg kann das jedenfalls nicht sein, auch wenn wir noch heute vom Jahrhundertspiel gegen die Bayern träumen. Und so bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht die vielen kleinen G- und B-Gegebenheiten rund um unseren Sport, unseren Verein und unser Parkstadion sind, die es so liebenswert machen. Die Geschichten, die es heute, nur 20 Jahre später, so nicht mehr gibt im Zirkus Bundesliga. Der Fußball hat sich in den letzten 10 Jahren grundlegend geändert. Angefangen mit immer aufwendigeren Berichterstattungen in Privatsendern, über hochmoderne Arenen bis zu den Anstoßzeiten und dem Publikum. Nichts ist mehr so, wie es jahrzehntelang war. Jahrzehnte, in denen der FC Schalke im Parkstadion spielte und das vielleicht auch deshalb viele Menschen aus heutiger Sicht mit dem alten Fußball in Verbindung bringen. Als Eintrittskarten noch als solche erkennbar waren und zu der Samstags um 3:30 noch Samstags um 3:30 war, nämlich Bundesliga-Zeit. Als Fußball halt noch Fußball war, immer leicht am Rand der sozialen Gesellschaft und kein gesamtgesellschaftliches Super-Event. Mein Parkstadion. Ich habe es oft gehasst, nur manchmal geliebt, aber ich werde es immer vermissen. Ja, das war das Vorwort, oder ist das Vorwort in meinem Parkscheinbuch. Und so empfinde ich das auch, genau so. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Viele vermissen das, aber wir setzen das nicht mit dieser Betonschüssel in Verbindung, die wirklich ungemütlich war, sondern eher mit der Zeit des alten Fußballs, als es vielleicht noch ein bisschen schöner war. Also Anschlusszeiten, Eintrittspreise und so weiter. Ich werde mich jetzt ein bisschen am Buch entlang hangeln. Das ist chronologisch aufgebaut, das Buch. Und nein, es ist nicht chronologisch aufgebaut, aber ich habe viele Kapitel nicht über Spiele und Meisterschaften und sowas gemacht, sondern es gibt Kapitel, ich schlage das mal eben auf. So, wie gesagt, wir improvisieren hier heute ein bisschen. Es gibt Kapitel über Stadiondurchsagen, über Jubiläen, über Fanfreundschaften, über das Wetter, über die wilden Jahre, über Erich und andere Legenden, über die Aufstiege und Abstiege natürlich, über Trikotwerbung, Kunden, Fanartikel und natürlich über Gesänge und über die Spieler, Präsidenten, ja, und natürlich auch über Eintrittskarten und ich bin alter Sammler und naja, sowas eben. Apropos Eintrittskarten, wollen wir das jetzt schon vorziehen? Ich glaube ja. Ich zeige euch das mal, obwohl das eigentlich gar nicht jetzt hier hingehört. Das hatte ich eigentlich für später hier aufbewahrt. Aber wenn man mal die Karten sieht, damals gab es noch das Glückaufbier. Seht ihr das? Das Glückaufbier war auch immer auf den Eintrittskarten drauf, aber die wurden abgelöst vom Sternpilz. Die Brauerei, die Glückaufbrauerei wurde aufgekauft von Dortmunder Union und die wollten nicht zwei Marken haben, die gleich stark sind und sich Konkurrenz machen, sondern dann haben sie eine abgeschafft und welche natürlich, die aus Gelsenkirchen, die Glückaufbrauerei. Das war natürlich total schade und danach gab es hier, ist auch schön zu sehen auf der Eintrittskarte, das Sternpilz. Eintrittskarte von 1982, 83. Sternpilz und was wir gar nicht mehr auf dem Schirm haben, viele jedenfalls nicht. Wir hatten auch eine Zeit lang nochmal das gute Iserlohner, hatten wir auch mal auf den Eintrittskarten. Und zwar war das in der Saison 81, 82. Da wollten die anderen nichts mehr mit uns zu tun haben. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, apropos, ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht zu Hause
Und ich sag mal, Prost, Prost Dirk. Und mache weiter. Die Eintrittskarten, die haben sich ja immer gewandt. Hier waren wieder Sternpilz, die kennen wir alle, die waren jahrelang so. Hier gerade in den letzten Aufstiegsjahren. Aber was habe ich denn hier noch Schönes? Ja, da kam die Computerzeit hier, Nadeldrucker, hochmoderne. Und da war schon R&H Alurad, Rüdiger Höfgen, kennen wir alle noch. Ja, so, ich packe die mal wieder ein. Übrigens 80, 81, so sahen die Dauerkarten damals aus. Und wurden nicht abgeknipst? Wurden nicht abgeknipst, die Dauerkarten? Und natürlich ohne Sternbild drauf und hinten schön das Stadion abgebildet. Ja, so sah das aus. Das lege ich mal hier zur Seite. Ich habe euch noch so viel mitgebracht. Und ich lese, ich muss mir hier Platz schaffen, ich habe so wenig Platz hier. Ich lese, wir fangen an mit Oskars neuer Heimat. Oskar, so wurde der Präsident, der ehemalige, genannt, Günther Siebert. Und Oskars neue Heimat, da lese ich euch ein kleines Stückchen vor. Im Parkschein im Buch sieht es so aus, das Ganze. Mit dem Plakat, erstes Spiel, Inter-Toto-Cup gegen Feyenoord Rotterdam. Die waren damals ganz gut drauf. Ich glaube, Weltpokalsieger sogar. Naja, ist egal. Oskars neue Heimat. Am 4. August 1973 ist es endlich soweit. Das Parkstadion ist soweit fertiggestellt, dass es der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. An diesem Tag strahlt Schalkes damaliger Präsident Günther Oskar Siebert noch bis Mitternacht über das ganze Gesicht. Vorausgegangen war zwar eine 1:2 Niederlage im letzten Inter-Toto-Spiel gegen den damaligen europäischen Spitzenverein und, na, hier steht es, Weltpokalsieger von 1970, Feyenoord Rotterdam. Doch das Eröffnungsspiel des Parkstadions war alles andere als eine Pleite. Aufgrund eines riesigen Zuschauerandrangs hatte sich Siebert schon mittags selbst mit anderen Vorstandsmitgliedern in die Kassenhäuschen gesetzt, um die Eintrittskarten an die 55.000 Zuschauer zu verkaufen. Diese spülten Schalke die Rekordsumme von über 290.000 Euro, also 580.000 D-Mark, eine halbe Million Mark, über eine halbe Million, in die Klammkassen. Diese Summe und die zu erwartenden Einnahmen zum ersten Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum 14 Tage später ließen den Präsidenten frohlocken, dass man dann bereits so viel eingenommen hätte wie in der gesamten Saison 72-73 in der Glückaufkampfform zuvor und Schalke in spätestens 2 Jahren schuldenfrei sei. Diese Prophezeiung kennen wir natürlich. Bis heute. Im Bundesliga-Skandal erschütternd Schalke keimte an diesem Tag wieder Hoffnung auf eine bessere, rosige Zukunft auf. Ja, so war das damals. Oskar war glücklich, die Fans waren glücklich, ich auch. Wobei mein erstes Spiel ja noch bevorstand. Die Anreise damals war ähnlich wie heute. Und wenn, ne, man kam im Auto, mit der Straßenbahn kann man gut hin. Das ist nämlich das nächste Kapitel, aber da lese ich euch nicht zu. Stadiondurchsagen. Stadiondurchsagen ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Da haben wir auch schöne Fotos im Buch. Vielleicht kennt ihr den Herrn hier vorne, neben Manni Breukmann. Ja, DJ Dirk hier noch schön mit Matte. Ja, und da unten sehen wir, wen sehen wir denn da? Genau, Bernd Schäffler natürlich. Sorry, Bernd. Unsere damaligen Stadionsprecher. Den Stadiondurchsagen habe ich auch ein Kapitel gewidmet und ich lese euch auch wieder nur einen kleinen Teil daraus vor. Die schöne Zeit der ungewöhnlichen Stadiondurchsagen ist längst Vergangenheit. Wie oft wurde im Parkstadion geschmunzelt oder gelacht, ob der skurrilen Durchsagen für Menschen, die aufgrund irgendeines Ereignisses gesucht oder gemahnt wurden, unter den vielen Zuschauern im weiten Rund. Oft ging es bei den Durchsagen, die im Parkstadion während eines Spiels gemacht wurden, um eingeparkte Autos. Es ging um Fahrer, die ausgerufen wurden, weil sie so geparkt hatten, dass eine Ein- oder Ausfahrt nicht mehr als diese zu benutzen war. Auch gab es zurückgelassene Tiere bei verschlossenen Fenstern. Und sogar zwei brennende Autos, deren Fahrzeughalter ausgerufen wurden.
Doch Anfang der 80er Jahre ertönte durch die Stadionlautsprecher im Parkstadion eine besonders skurrile Autofahrersuchdurchsage. Der Fahrer des Wagens XY möge sich bitte sofort zu seinem Fahrzeug begeben, weil er es offensichtlich so eilig gehabt hat, ins Stadion zu kommen, dass dieser vergessen habe, den Motor abzustellen. Kann man schon mal vergessen, finde ich. Vergessene und verlorene Kinder waren ein anderes Kapitel der Stadiondurchsagen. Väter oder Freunde, die so vertieft waren in der Faszination Schalke oder einfach so betrunken aus Freude oder Frust, dass ihre Kinder irgendwo im weiten Rund vergaßen oder stehen ließen. Dann hieß es nicht selten, der kleine Martin hat seinen Vater verloren und wartet auf seinen Vater hinter der Anzeigentafel. Diese Durchsagen verursachten immer ein langgezogenes Raunen unter den Zuschauern. Doch es gab auch viele Männer, die von der Geburt ihres Kindes im weiten Rund erfuhren. Zu einer Zeit, als es noch nicht selbstverständlich und Pflicht war, dass werdende Väter bei der Geburt anwesend sind, konnte man natürlich die nervtötende Warterei besser bei einem Spiel im Parkstadion als auf einem trostlosen Krankenhausflur einer Entbindungsstation verbringen. Herzlichen Glückwunsch, Herr So und So. Sie sind soeben Vater eines gesunden Sohnes geworden. Ertönte es nicht selten durch die Lautsprecher und die Zuschauer hörte man lachend tuscheln, dass es ja wohl das Schlimmste sei, an einem Spieltag Vater zu werden. Doch auch einem Spieler von Schalke wurde diese Ehre während eines Spiels zuteil. Als der Stadionsprecher dem Schalker Spieler Rolf Rüssmann und den 53.000 Zuschauern im gut gefüllten Parkstadion beim Spiel gegen den HSV, kurz nachdem dieser in der 70. Minute einen Elfmeter verwandelt hatte, mitteilte, dass er Vater eines gesunden Kindes geworden war. Rüssmann wurde zum besten Spieler des Spiels gewählt und war der einzige Torschütze gegen den Favoriten aus Norddeutschland an diesem denkwürdigen Dezembernachmittag 1979. Ja, so war das damals mit den Stadiondurchsagen. Wenn ihr auch sowas erlebt habt, wenn ihr eine Erinnerung habt an eine besonders skurrile Durchsage, dann dürft ihr das natürlich hier gerne in den Chat schreiben. Ich nehme das dann auf vielleicht, wenn ich es rechtzeitig entdecke. Und ihr seht es ja sowieso und dann habe ich natürlich auch großen Spaß daran. Vielleicht kann ich auch was dazu sagen, ich weiß es nicht. Ach, guck mal, der Volkert ist auch dabei. Schön. Und ach, der Herr Büscher, ja. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wie geht's weiter? Klar, womit soll es weitergehen? Halbe Stunde schon. Wir machen weiter mit Bier, glaube ich. Aber dann Bier habe ich schon erzählt, ne? Genau. Aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Das Kapitel heißt Glück auf Schalke. Glück auf Schalke und hat natürlich auch schöne Abbildungen, die Bierdecke hier zum Beispiel. Aber da gibt es ja auch unzählige Sachen. Ne? Kennen wir alle. Hier schön die Becher. Und natürlich hier den Krug. Den Krug kann ich euch natürlich nochmal hier zeigen. Parkstadion, Gelsenkirchen. Ein sehr schöner Krug. Und die Becher, da sind mir allerdings, da habe ich nur noch Emile Empenza und Olaf Thon. Die anderen sind mir bei zwei Auswärtsfahrten leider abhanden gekommen. Ich glaube, einer steht noch in Donetsk und einer in Istanbul. Naja, ich kann das verschmerzen, diesen Verlust. Glück auf Schalke heißt das Kapitel über das Bier. Glück auf Pilz, das war rund 80 Jahre lang das Bier der Bergleute und Fußballfans in Gelsenkirchen. Noch heute wäre es wohl kaum aus dem Schalker Sportstätten wegzudenken, wenn es diese Brauerei noch gäbe. Die Verbindung zwischen der Stadt, den Bergleuten und dem Fußball sowie der Gelsenkirchener Glückaufbrauerei wäre auch heutzutage noch zu eng, als dass sich noch eine andere Marke dazwischen hätte drängen können. Doch am 27. März 1980 wurde der Betrieb an der Gelsenkirchener Leitestraße endgültig eingestellt. Es war nach der Übernahme der Brauerei durch den Dortmunder Union Schultheiß-Konzern eine strategische Entscheidung des Unternehmens. Denn trotz guter Umsätze wollte der Konzern seinen hauseigenen Marken keine Konkurrenz machen. Und so gab es fortan im Parkstadion nicht mehr das typische Revierbier, das als Export etwas stärker und sehr süffig schmeckte, sondern das Sternpilz. Als sichtbares Zeichen auf Eintrittskarten und Plakaten, habe ich euch schon gezeigt, erscheint so ab 1978 anstelle des Glück auf Bierlos der Sternpilz-Schriftzug. Das Lied kennen wir alle. Ins Stadion gehen, im Pappbecher Bier, in der Nordkurve stehen, das ist Schalke 04. Von der Lokalmatador, natürlich. Heißt es so schön im Refrain des noch heute gern gesungenen Fanliedes von den Lokalmatadoren aus den 80er Jahren. Parkstadion gehen, im Pappbecher Bier, in der Nordkurve stehen, das ist Schalke 04. Lass mich ja nicht lumpen.
Und kein anderes Lied beschreibt die Verbindung zwischen Fußball, Bier und Schalke wohl auch besser. Doch ausgelöst durch die vielen gewalttätigen Ausschreitungen, die Anfang der 80er Jahre auch in Parkstein aufkommen und die der Polizei und dem DFB völlig aus dem Ruder laufen, gibt es einige Spielzeiten im Parkstein, in denen es nur alkoholfreies bzw. Leichtbier an den Ständen zu kaufen gibt. Ja, das war so. Nichts alkoholhaltig, sondern nur leicht oder alkoholfrei. Jawohl. Gibt es schon eine Frage hier? Und in der Glückaufkaufbahn zu Hauf, würde ich sagen. Okay, nicht zum Parkstadion. Okay, es gibt noch keine Frage. Aber ihr könnt auch eure Geschichten erzählen. Es muss keine Frage sein. Ihr könnt natürlich auch schreiben, jo, kann ich mich nur gut dran erinnern. Was hat das Stadion noch ausgemacht? Natürlich das Wetter. Ne? Man muss einfach über das Wetter schreiben, über Begebenheiten dort. Weil das war schon manchmal sehr anstrengend, gerade bei Kälte. Bei Sommer nicht so, bei Sonne. So. Ich lese euch aus dem Kapitel vor: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Parkstadion war ein Zweckbau. Man konnte rein Fußball schauen und nur im Berliner Olympiastadion hatten in Deutschland mehr Menschen Platz. Doch es konnte für diese mitunter sehr ungemütlich sein. Ab Spätherbst und die Wintermonate hindurch war das Parkstadion so gemütlich wie eine Parkbank in der Antarktis. Nur auf wenigen teuren Plätzen auf dem Oberrang der Haupttribüne und in den hinteren Reihen des überdachten Unterrangs konnte man immer sicher sein, dass man bei Regen und Schneetreiben vor Nässe geschützt war. Gemütlich war es aber trotzdem auch auf diesen Plätzen noch lange nicht. Durch die offene Bauweise kroch manchmal sogar der Nebel bis in den letzten Winkel der Zuschauerblöcke. Auf allen anderen Plätzen konnte Regen und Schnee 90 Minuten lang unerbittlich in die Gesichter peitschen, wie beispielsweise beim Regenspiel gegen den 1. FC Magdeburg 1977. Das Wasser suchte sich wie bei keinem Spiel zuvor und danach in den vielen Jahren des Parkstadions seinen Weg vom Kopf über den Nacken bis in die Schuhe hinein. Wer kein Regencape oder wenigstens einen Schirm mitgebracht hatte, den durchweichte die unerbittliche Witterung. Doch das Aufspannen eines Schirmes war bei Spielen mit großem Zuschauerzuspruch kaum möglich, wollte man sich nicht den Zorn seiner Nebenleute aussetzen. Abhilfe konnten nur durchsichtige Regencapes geben, denn die sogenannten Ostfriesenerze waren aufgrund ihrer Farbe natürlich verpönt. Es gab auch Spiele, bei denen Zuschauer den Ball durch den dichten Nebel, der im Bergerfeld aufzog, nicht mehr sehen konnten und die Tore dadurch im weiten Rund durch Jubel sich rumsprachen. Gegen MSV Duisburg war das, glaube ich, mal. Ja, ich saß oben auf der Haupttribüne damals wir haben den Ball nicht mehr gesehen und guckten uns an. Es wurde laut in der Kurve oder auf der Gegengerade und was war passiert? Und es sprach sich quasi rum und irgendwann hat auch die Haupttribüne es mitbekommen, es war ein Tor für uns gefallen und man konnte jubeln. Wie heute beim Videobeweis, es hat ein bisschen gedauert, ja. Die Kleidung, die man zu Besuch eines Fußballspiels im Parkstadion anzog, war also vorher sorgfältig ausgesucht, wollte man die nächsten Tage nicht erkältungsbedingt ans Bett gefesselt sein. Auf dem eiskalten Betonboden der Stehplätze kam im Winter die Kälte von unten. Dicke Socken, entsprechendes Schuhwerk sollten wie im Winterurlaub ausgewählt sein. Dafür war man durch das dicht gedrängte Stehen in den Blöcken dem Wind nur an dem Kopf ausgesetzt, was man ja gut durch eine in den frühen Jahren des Stadions selbst gestrickte blau-weiße Mütze schützen könnte. Blau-weiße Mütze, haben wir. Ah. Oh, setz sie auf, oder? Ah. Oh, kalt. Ich kann auch einen Schal noch oben tun. Wo ist der Schal? Der Schal ist, glaube ich, hinter mir. Warte. Alles selbstgestrickt, von Oma. Nicht von meiner. Ich kriege, und kannst du mir schon geben. Also. Kleidung, also sorgfältig ausgesucht. Auf den Sitzplätzen, auf denen man nur durch einen Sitznachbarn etwas vom Wind geschützt war, kam die Kälte unerbittlich von vorne, von hinten und vor allem von unten. Die bitterkalten, mit einer Art Hartplastik überzogenen Metallbänke gaben die Eiselskälte der Wintermonate unerbittlich über das Hinterteil der Besucher an diese weiter. Das hatte zur Folge,
dass irgendwann pfiffige Händler damit anfingen, rechteckige Styroporplatten als Sitzkissen zu verkaufen. Diese wärmten das ewige Hinterteil nicht nur ausreichend, sondern sie flogen nach dem Schlusspfiff zu Hunderten Richtung Spielfeld und mussten zum Wiederverkauf beim nächsten Heimspiel nur wieder aufgesammelt werden. Mit zweckmäßigem Stoff eingenähte Mehrzweckschaumstoffkissen, die später vor allem ältere Parkschallenbesucher jahrelang nutzen, ließen schon auf dem Weg zum Stadion auf einen der hartgesottenen gegengeraden Besucher schließen. Ein Verkaufsschlager wurden in der UEFA-Pokalsaison 1996-97 die königsblauen, mit Vereinslogo und Spieldaten bedruckten Sitzkissen, die es sogar bis zum Sammelobjekt schafften. Ah, gegen den CD Teneriffa. Wir erinnern uns gerne. Da ist das Lied entstanden. Steht auf, wenn ihr Schalker seid. Ja, so war das. Im Sommer oder an schönen Frühlingstagen und Frühherbsttagen hingegen, an denen einem der Bierbecher nicht wie im Winter an den Händen fest vor, konnten die Stehplätze und vor allem die Sitzplätze der Gegengeraden die wunderbarsten Plätze der Welt sein. Man genoss die Sonnenstrahlen, sein Bier und das Sein auf Schalke. Ja, das war wirklich schön. So, jetzt habe ich gerade zwei Fragen reingebracht bekommen. Oh, erstmal hier Klamotten ausziehen. So, zwei Fragen. Von wem ist es denn? Kannst du dich an Schalke Bielefeld im Frühling 98 erinnern? Gab es da was Besonderes? Ja. Da war was mit dem Schiedsrichter, kann das sein? Ja, also das passierte ja schon mal im Parkstadion, dass Schiedsrichter zurechtgewiesen werden wollten durch Zuschauer. Das hatte eine kleine Tradition. Das war damals beim Spiel gegen Darmstadt, war das mal so. Gegen Bielefeld kann ich mich allerdings nicht dran erinnern. Gegen Darmstadt war es allerdings so, dass ein Fan dem Schiedsrichter dann auch noch in den Hintern getreten hat, was eine Platzsperre zur Folge hatte und wir das Heimspiel gegen Fortuna Köln in Hannover austragen mussten. So war das. Und es hat auch nichts gebracht, weil 30.000 Schalker dann nach Hannover sind. Legendär die Geschichte. Gegen Bielefeld kann ich mich allerdings nicht erinnern. Warst du das zufällig? Du wirkst so nervös. Musst du gar nicht. Tolle Sache. Nein. Ja, klar bin ich nervös. Ich sehe euch ja auch nicht und ich sehe auch eure Reaktion nicht. Wo ich mich im Parkstadion aufgehalten habe, werde ich gefragt. Ich habe mich lange Zeit, also zuerst im Block 6, die ersten drei Spiele. Dann habe ich mich im Block 5 getraut. Da war ich jahrelang Gast. Da habe ich gestanden bis 1990, glaube ich. Genau. Und dann kam die Aktion von Günther Eichberg, dass die Vereinsmitglieder irgendwie zum halben Preis die Dauerkarten bekommen. Und dann bin ich nicht nur Mitglied geworden, sondern bin dann hoch auf die Haupttribüne mit meinen Kumpels. Weil Kurve wollten wir dann irgendwann nicht mehr und haben gesagt, komm, für das Geld Tribüne. Da kostete die Dauerkarte dann, das war ein guter Platz, 300 Mark. Also 150 Euro und das haben wir uns dann damals gegönnt. Also war schon viel Geld, aber Kurve hatten wir dann auch irgendwie irgendwann die Schnauze voll. Und da möchte ich mal überleiten zu einem Thema. Ich habe hier, ich zeige euch das nochmal, ich habe hier immer so kleine Kästchen untergebracht. Sowas, ne? So Sprechblasen. Und da haben mir immer irgendwelche Fans haben mir schöne Geschichten erzählt und die habe ich im Buch untergebracht. Und die erzähle ich euch jetzt hier nochmal oder da lese ich mal ein paar vor. Das ist eigentlich ein Highlight, welches ich mir eigentlich aufheben wollte zum Schluss, aber das mache ich jetzt schon. Sind auch einige. Da hat mir damals der Marco aus Düsseldorf gesagt, der Friedel Rausch hatte damals noch einen Laden. Also bin ich, glaube ich, vom Mikrofon. Ich sage nochmal. Der Friedel Rausch hatte damals einen Laden in Gelsenkirchen und wir hatten gehört, dass er auch manchmal Freikarten verschenkt. Ja, das gab es oft, dass Karten an Schüler verschenkt wurden. Das war
Tagesgeschäft, wirklich. Und er schreibt, da wir als Jugendliche wenig Geld hatten, sind wir hingefahren und gefragt und haben tatsächlich zwei Haupttribünenkarten von Friedel Rausch bekommen. Darauf waren wir so stolz, dass wir die nicht entwerten lassen wollten und haben uns am Stadion dann noch Stehplatzkarten gekauft. Fand ich eine sehr schöne Geschichte, hat es ins Buch geschafft. Und Tom aus Bochum schreibt, der auch 76 erstmal auf Schalke war, ich brauchte als Jugendlicher immer genau 6 Mark für ein Schalke-Spiel von meinem Vater. 3 Mark kostete die Eintrittskarte und je 1,50 für eine Wurst und ein Bier. Schöne Zeiten. Oh, Hannes von der Fan-Inni Gelsenkirchen erzählte mir damals folgende schöne Geschichte. Weil ich auch eine Schalke-Fahne haben wollte, habe ich als Kind die blau-weißen Fronleichnam-Fahnen von der Gemeinde stibitzt und sie von meiner Tante zusammennähen lassen. Doch die 3 Meter lange Fahnenstange aus Bambus passte nicht durch die Straßenbahntüren und so wurde das gute Stück Spieltag für Spieltag durch die schmalen Kippfenster hineingereicht, die es damals in den Straßenbahnen noch gab. Ja, Fronleichnam-Fahnen klauen, ja, kann man mal machen für Schalke, finde ich. Nein. Nimm mich zurück, Ostern. So. Ja, und Kai aus Hamm, 1978 erstmal auf Schalke, schrieb mir, ich habe mich immer total aufgeregt, wenn der Ball mal wieder im Graben zwischen den Zuschauerrängen und Spielfeld verschwunden war und es Minuten gedauert hat, bis weitergespielt werden konnte. Ja, es war so, es gab ja früher nicht irgendwie 25 Bälle oder so für jeden Balljungen ein. Es gab einen Ball und wenn der weg war, dann wurde der gesucht. Und auf Schalke landete er halt oft im Graben und da musste erst irgendjemand runterspringen und den Ball wieder rauswerfen und so weiter. Ich erinnere mich, da waren wir mal, haben wir in Bochum gespielt und wir haben geführt und Tanne Fichtel, der hatte damals den Ball immer, der hat den übers Dach vom Ruhestadion, hat den gedroschen immer, ja, und so Spielzeit rausgeschunden und wir haben, glaube ich, das Spiel gewonnen. Ja, ja, so war das damals. Ein Ball. Wofür brauchen wir noch 2? Olli, Kettwiesel. Erzähle ich gleich auch noch was zu, in einem Kapitel vielleicht, wenn wir es noch schaffen. Der Trommler und Einpeitscher aus Block 5. Um 9 Uhr war ich an Spieltagen immer schon in Gelsenkirchen und machte meine Runde durch die Kneipen. Wenn ich dann um 3:15 in Block 5 ankam, machten mir alle Platz und ich stieg auf den Wellenbrecher an meinem Mast. Dann konnte es losgehen. Unterstützt wurde ich dabei lange Zeit von Keule. Ja, Kettwiesel, an den erinnern wir uns wohl alle. Und da habe ich gleich, glaube ich, auch noch eine kurze Sequenz aus einem Kapitel. Erich und andere Legenden. Erich, ja. Ja, Guido. Guido aus Holzwickede. 74 erstmal auf Schalke. Ich stand immer in der Nähe des Lautsprechermasten im Block 5, an dem die geklauten Schals gegnerischer Fans aufgehangen und verbrannt wurden. Irgendwann fing dann jedes Mal auch der Lautsprechermast an zu brennen und kleine Feuerbällchen aus brennendem Kunststoff tropften von oben herunter. Da musste man immer höllisch aufpassen, dass man die nicht abbekam. Das ist wohl wahr, die waren tierisch heiß und ich hatte da auch mächtig Respekt vor, aber das war, die brannten jeden Spieltag, die Dinger. Ich weiß auch nicht, so was, Zeiten, Kehr. Ja. Und Stefan aus Arnsberg, erzähle ich noch kurz, bevor wir da Schlussstrich erstmal drunter machen und dann mache ich nachher damit nochmal weiter. Stefan aus Arnsberg, erstmal auf Schalke 1991, schrieb mir, als ich meiner Tante stolz berichtete, dass ich mit meinem Vater das erste Mal in das Parkstadion fahre, hat sie mich gewarnt, dass ich mir dann aber vor meine Taschen zunähen lassen müsse. Auf meine anschließende etwas irritierte Frage, warum denn, sagte sie nur, weil sie sonst da reinpinkeln. Ja, so war das damals, haben die Leute über das Parkstadion gedacht, keine gute Gegend. Na, ich weiß nicht, meinen Eltern war es, glaube ich, damals auch nicht ganz geheuer, dass ich da ab und zu hingefahren bin. Also, jedes Wochenende. Ja, habt ihr noch Fragen? Wurde was reingereicht, Markus? Oder kann ich einfach weitermachen? Ah, Markus ist noch was eingefallen. Ja, da kommt noch was. Hast du einen Lieblingsfanggesang aus dem,
aus der Parkstadionzeit. Natürlich habe ich einen Lieblingsfanggesang damals gehabt. Ole Blau-Weiß. Muss ich denn singen? Also, Ole Blau-Weiß, Ole Blau-Weiß, Ole Blau-Weiß, Ole. Das fand ich super. Vor allen Dingen, wenn alle die Schals hochgehalten haben. Daran kann ich mich gut erinnern. Das fand ich früher super. Ja. Ja, also zu meiner Anfangszeit und später weiß ich nicht. Und hattest du ein Ritual im Parkstadion? Nee, ich bin nicht abergläubisch und ich hatte kein Ritual. Aber ich habe die verrücktesten Leute kennengelernt. Ich weiß von einem, der hat jahrelang irgendwie so eine Kastanie mitgenommen und hat die immer gerieben und dreimal hoch und runter und keine Ahnung. Und wollte damit irgendwie, keine Ahnung, einen Sieg herbeizaubern. Dabei trank er allerdings noch bei jedem Mal drei Jägermeister und vier Bier oder keine Ahnung. Ja, das sowas gab es natürlich. Ich hab kein Ritual gehabt. Nee, kein Parkscheidern-Ritual. Ich hatte auch nicht immer dieselben Socken an oder sonst was. Nö. Individuell. Ja. Ist das die Zeit des alten Fußballs, die man vermisst, oder die eigene Jugend? Vielleicht beides? Weiß ich nicht. Also ich muss sagen, wir hatten so ein ähnliches Spiel, wie ich es damals oft erlebt habe und wie ich vorhin im Vorwort auch schon vorgelesen hatte, woran ich mich erinnere. Und das hatten wir vor einiger Zeit in Darmstadt mal. Wir hatten ein Auswärtsspiel in Darmstadt, bei Darmstadt 98. Und das ist ja auch noch so eine alte Hütte und so ein Schlammweg dahin. Und es hat geschüttet und Schneeregen wie Hacke. Das ist noch nicht lange her, vielleicht 5 Jahre, schätze ich mal, keine Ahnung. Ich war da und ich habe das richtig genossen. Ich glaube, die meisten haben das gar nicht verstanden, dass ich das einfach toll fand. Ja, da in der Kurve und es war Schneeregen und es war wie früher, es war wie Parkstadion. Und das ist ehrlicher Fußball. Das ist, das ist anders als... Also es heute ist, überdacht und immer alles fein. Kannst du auch bei minus 20 Grad mit T-Shirt hinfahren, keine Ahnung. Nee, also das in Darmstadt habe ich genossen und so ist das. So, wen haben wir denn hier alles? Ach, guck mal, Kai, hör mal, weißt du, wie oft ich dich schon erwähnt habe? Nächste Frage, Stefan, wann trinken wir das nächste Bier? Ja, ich bin so gegen 9, halb 10, 10 bin ich wieder da. Alter, hör auf, bitte. Was? Hallo? So, also, da können wir Bier trinken. Aber das nimmst du erst zurück, Kai. Ach, hör auf mit der Kastanie. Das war nämlich der Kai mit der Kastanie. Du kannst gerne nochmal erzählen, wie das genau war mit der Kastanie. Wieso die wann wo gerieben hast. Also, oder willst du nicht? Der Dirk schreibt hier, ich war im März 2014 bei Aue gegen Köln. Da kamen dann auch alte Erinnerungen hoch. Ja, das glaube ich. Die alten Stadien, die machen mir heutzutage auch viel Spaß. Wenn ich mal in anderen Städten bin, dann besuche ich auch gerne mal ein Amateurspiel. Zuletzt in Hamburg bei Viktoria Hamburg. Schöner Ground, schöne Atmosphäre. Oder Altona, da kann man mal hingehen. Das ist ganz schön. Ja, ich werde ja auch oft gefragt, oder manchmal werde ich gefragt, welches für mich das wichtigste Spiel war. Vielleicht im Parkstadion, vielleicht überhaupt. Und das Spiel der Spiele war für mich nicht das Endspiel gegen Inter Mailand oder das Jahr danach oder 6-6. Das Spiel der Spiele fand 1989 statt. Und das lese ich euch nochmal kurz vor, bevor ich weitere Fragen beantworte. Ja? Also, auch aus dem Buch, das Spiel der Spiele. Welches Spiel das wichtigste oder emotionalste für Schalke 04 und seine Anhänger im Park schon war, darüber lässt sich sicherlich gut streiten. War es das Endspiel gegen Mailand oder das Relegationsspiel gegen Bayern 05 Uerdingen? War das Spiel gegen Bayern München, nachdem man nach 19 Jahren Abstinenz wieder am europäischen Wettbewerb teilnehmen durfte, oder war es das letzte Spiel im Parkstadion gegen die Spielvereinigung Unterhaching? War es das Spiel gegen den 1. FC Köln oder der damit verbundene erste Abstieg aus der Fußball-Bundesliga oder der verpasste Meisterschaftstitel im letzten Heimspiel 1977 gegen Borussia Dortmund? War es die 6:0 Niederlage gegen den VfL Bochum? Zu Hause 6:0 gegen Bochum.
oder der 5:1 Erfolg gegen den BVB. Die Liste ließe sich beliebig weiterführen. Das Parkstadion hat viele Spiele gesehen und sicherlich wird jeder seine eigenen Erinnerungen an sein persönlich wichtigstes Spiel im Parkstadion haben. Doch das für mich wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte fand an einem Sonntagnachmittag statt. Es ist das letzte Heimspiel der Saison 88-89. Der Gegner heißt am 11.06.1989 Blau-Weiß 90 Berlin. Schalke stand in dieser Saison bereits kurz vor dem Abgrund der zweiten Liga. Ein Sturz in die dritte Liga, die oberste Amateurklasse, hätte weitreichende Folgen gehabt. Die Beispiele der Traditionsvereine, die sich nach einem Abstieg in die Amateurliga nicht wieder berappeln und für immer in dieser verschwinden, ist lang. Deutsche Meister sind darunter, Pokalsieger und sogar ein Europapokalfinalist aus den 80er Jahren. Sie alle spielen heute nur noch eine untergeordnete Rolle im Fußball, weil sie den Abstieg aus dem Profifußball nicht kompensieren können. Die Angst, dass man auch auf Schalke nie wieder um deutsche Meisterschaftspunkte gekämpft wird, war in dieser Saison ständiger Begleiter der Fans. Der Trainerwechsel nach dem 27. Spieltag erfolgte auf einem Abstiegsplatz in der zweiten Liga. Ein Abstieg somit nicht mehr undenkbar. Horst Franz musste gehen und es kam Peter Neururer. Er holte in der Folgezeit für Schalkes damalige Verhältnisse sensationelle 11 von 18 Punkten. Zwei-Punkte-Regel, ne? 11 von 18 Punkten. Ein weiterer Sieg an diesem Sonntagnachmittag und somit zwei weitere Pluspunkte würden dem endgültigen Klassenerhalt zweite Liga bedeuten. Der Kader, der ihm dafür zur Verfügung steht, ist allerdings nicht übermächtig und der Gegner, der Aufstiegsaspirant Blau-Weiß 90 Berlin. Nur eingefleischte Schalke-Fans erinnern sich noch heute an die Namen, die damals im Park schon aufliefen und von einer Rekordkulisse von 66.000 Zuschauern, um den Klassenerhalt zu feiern. 66.000, zweite Liga, ganz unten. Im Tor stand Werner Vollack, Ingo Anderböge, Rashid Belabi, Rainer Edelmann, Bjarne Goldbeck, Michael Klinkert, Jürgen Luginger, Andreas Müller, Michael Prus, Uwe Wassmer und Jaroslav Kotas fingen an. Carsten Marquardt und Günther Schlipper werden später eingewechselt. Als in der 27. Minute das 0:1 für Blau-Weiß 90 Berlin fällt, wird es so still im Parkstadion, dass man beinahe eine Stecknadel hätte fallen können, hören können. Das Getrete vor dem Ball ist bis in die obersten Reihen der Tribüne gut zu hören. Die Angst, das Worst Case, fast greifbar. Als ein scheinbar letztes langgezogenes Schalke die Stille im Stadion durchbricht und Zehntausende aus lauter Verzweiflung, Hilflosigkeit und Angstgefühl mit einstimmen, fällt kurz darauf das 1:1 durch Ingo Anderböge und noch vor der Halbzeitpause das erlösende 2:1 durch Rainer Edelmann. Schlussendlich gewinnt Schalke durch zwei weitere Treffer von Michael Klinkert und Günter Schlipper mit 4:1 gegen den Tabellenfünften. Schalke wendet in sprichwörtlich letzter Sekunde das Schicksal Amateurliga ab und verstärkt sich in den folgenden Spielzeichen durch gezielte Spieleinkäufe geschickt und kontinuierlich und schafft 2 Jahre später wieder den Sprung in Liga 1. Eine Entwicklung, die Schalke dank Günter Eichberg und Peter Neururer genommen hat und deren bildliche Wende das Spiel gegen Blau-Weiß 90 Berlin für mich ist. Daher steht dieses Spiel in meiner Erinnerung der wichtigsten Spiele im Parkstadion an erster Stelle. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß ja von euch, wer dabei war. Und ich weiß auch, dass derjenige, der das damals nach dem 0:1 das langgezogene Schalke angestimmt hat, auch hier im Chat ist. Ja, welches Spiel für euch das Wichtigste war? Vielleicht könnt ihr das mal kurz hier reinhacken. Gegen Schalke sind noch 2:2 gespielt, ganz bitter, aber trotzdem sehr geiles Auswärtsspiel. Also hier werden schon gegenseitig Erinnerungen ausgetauscht, ja? Nur so, ich bin wohl raus. Ja, sehr schön. Ja, wo machen wir weiter? Ich kann euch nochmal hier so ein paar Sprechblasen vorlesen, wenn ich meine Zettel wieder finde. Oder kommt noch eine Frage rein. Vier. Vier Fragen kommen noch rein. Ja, komm, die machen wir aber noch.
Welches Stadion ist für dich nach dem Parkstadion das Schönste? Wie aus der Pistole geschossen, die Bielefelder Alm. Ganz klar. Ganz nah dran. Gut, jetzt nach dem Umbau nicht mehr ganz so schön, aber die Alm war schon immer für mich ein besonderes Stadion. Das war eine besondere Atmosphäre. Ja. Und früher der Bökelberg, als es noch ein Holzgerüst war. Das war auch immer besonders. Aber Bielefeld, ja. Wen findest du besser? The Florians oder Tic Tac Toe? Ganz klar, die Lokalmatador. Achso. Die Florians oder Tic Tac Toe? Finde ich beide gleich gut. Wobei meine Hauptaugenmerk lieber auf Schalker Punk liegt. Naja. Hattest du eine Zaunfahne? Ja, ich hatte eine Zaunfahne. Leider nicht sehr lange, keine Ahnung. Was mit uns damals los war. Das war damals, es war die größte und längste in der Bundesliga. Es war eine der ersten. Die war riesenlang und es stand We Are the Champions drauf. Und rechts und links waren große Schalke-Logos. Die haben wir aufgehangen. Meistens so Block, so 2, 3. Aber irgendwie, ich suche auch immer Fotos und keine Ahnung und ich finde aber nichts. Und ja, wir hatten es auch nicht lange. Sie ist irgendwie, ist so uns abhandengekommen. Vergessen, verloren, keine Ahnung. Wir waren damals nicht die solidesten. Also ich schon, aber hier meine Kumpels, die die Fahne getragen, die waren nämlich nicht die solidesten. Ich schon. So. Ja, aber das war eine schöne Zaunfahne. Und wir hatten damals nach dem Auswärtsspiel in Kaiserslautern, da haben wir mal einen Spieler mitgenommen, weil der eine Panne hatte. Ich weiß nicht mehr wen. Auf jeden Fall erzählte der uns, dass sie auch deswegen, dass sie die Fahne kannten, die Zaunfahne, wie also Champions, das Spiel auch deswegen eine Zeit lang im Parkstadion gespielt wurde. Und es gibt ja auch viele Fanartikel, wo We Are the Champions dann drauf stand irgendwie. Warte mal, ich habe hier, glaube ich, noch eine Mütze. Nee, hier habe ich ein T-Shirt. Da ist hier Parkstadion, We Are the Champions. Ne? Und dann gab es hier, da gab es noch so eine Mütze, wo die finde ich jetzt gerade. Die finde ich jetzt gerade nicht, die Mütze. Aber so diese Schlägermütze, diese Schirmmützen, die populär waren, da stand es auch drauf. Ja. Zum Parkstadion gehören auch Konzerte. Hast du diese besucht? Das ist eine sehr bittere Frage für mich. Eine sehr bittere Frage, weil ich das nicht getan habe. Ich war einmal da bei den Rolling Stones. Da war mir der Eintritt zu teuer. Und über den Zaun sind wir irgendwie nie gekommen und haben gesagt, komm, dann hauen wir wieder ab. Und was ich bis heute bereue, ist natürlich, dass ich bei Wolle Petri nicht war. Damals war es überhaupt nicht meine Musik, aber heutzutage, aus heutiger Sicht, wäre ich da schon gerne gewesen. Wolle Petri auf Schalke, legendäres Konzert, hätte ich gerne gesehen. Es waren ja noch andere da, Michael Jackson war da zweimal, er wollte dreimal, glaube ich. Einmal ist ausgefallen. Metallica sollte auch im Parkstadion spielen. Aber das wurde abgesagt und verlegt, nachdem schon 35.000 Eintrittskarten verkauft wurden, wurde das verlegt nach Dortmund in die Westfalenhalle, weil ein Nachbar geklagt hat, wieder zu laut oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte das stattfinden, fand aber nicht statt. Wer hat denn noch gespielt? Müsste ich nachgucken im Buch. Genesis? Westernhagen? Weiß ich nicht. Da muss ich nachgucken. Wenn ihr möchtet, tue ich das natürlich. Aber ich habe leider kein einziges Konzert besucht und noch nicht mal Schande über mich, beim Papstbesuch war ich da. Nee, so. Wenn ihr noch eine Frage habt, reicht sie rein. Ich glaube, die Zeit, eine Stunde sollte ich hier, aber wir können natürlich auch gerne länger. Was habe ich denn noch hier? Ja, da muss ich euch nochmal hier so ein paar Sachen vorlesen, so ein paar Sprechblasen aus dem Parkscheinbuch. Klaus aus Hannover schrieb, bei einem meiner ersten Spiele als Knirps in der Südkurve zog sich plötzlich ein Typ hinter mir bis auf seine Feinripp-Unterhose aus und stellte sich brüllend auf den Wellenbrecher hinter mir. Was er gebrüllt hat, weiß ich nicht mehr, aber seine Gehänge, was rechts und links aus seiner Unterwäsche baumelte, ist mir sehr wohl in Erinnerung geblieben. Ja, solche Leute gab es im Parkstadion. Ben Redlings, der
berühmter Autor, den kennt ihr alle. Ben schrieb mir damals, Stefan, was soll ich dir sagen? Das, was wohl alle Gästefans sagen werden, die sich in den 80er Jahren dorthin getraut haben. Okay, man kommt sich beschissen vor, wenn man von oben mit Leuchtraketen beschossen wird. Auch das gab es, Leuchtraketen, Schlachten, jedes Wochenende. Das war teilweise war schon, ja, gab Schöneres. Eine besonders schöne Geschichte wollte ich noch. Der Stefan aus Altenberge, ja, aber das werden andere werden sich auch erinnern. Ich erinnere mich an ein Spiel bei Mistwetter gegen Bayern München, als die halbe Kurve sich nach schnellem Rückstand bei strömenden Regen gegenseitig die Haare mit Sebamed-Duschgelproben gewaschen haben. Kann man mal machen bei Regen, finde ich. Haare waschen in der Kurve. Ja. Uli Kraus hat mir damals geschrieben, er hatte das transparent gemacht beim Abstieg 1981. Wir bleiben Schalke treu. Ja. Ja, so war das. Mein Herz hängt so ein bisschen am Parkstadion. Ich glaube, ich bin echt der Einzige, dem es so geht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es auch nur, dass ich an dem alten Fußball hänge, an der alten Zeit, an den alten Geschichten. Und deswegen habe ich damals das Buch gemacht. Gibt es leider nicht mehr, restlos ausverkauft. Aber es gibt das Buch Schalke International, hatte ich ja am Anfang angekündigt. Ich hole es nochmal. Jennis. Und das gibt es nicht nur noch zu kaufen, sondern jetzt auch gleich zu gewinnen. Und das ist hier auch mit ganz viel Abbildungen und genauso viel Herzblut gemacht, quasi wie das Parkstadionbuch. Ich weiß gar nicht. Mit vielen Eintrittskarten, Fotos und so weiter. Der UEFA-Pokalerfolg. Alle Spiele inklusive Freundschaftsspiele seit 1929, glaube ich, das erste. Muss ich wieder nachgucken. Quatsch, das war schon früher. Schalke hat nämlich schon, das erste internationale Spiel 1922 gegen Wien. Gegen TuS Schalke 77 gegen WAF Wien. 1924 gegen den FC Karlsbad und 1929 gegen Ramla Juniores Montevideo. Könnt ihr alles hier nachlesen? Wenn ihr es gewinnt, und meine Frage, Markus, wie machen wir es denn? Ist es so, dass wer es zuerst weiß oder wer es genau weiß oder wer gewinnt denn? Im Prinzip derjenige, der zuerst im Chatverlauf die richtige Antwort. Ich höre gerade aus der Regie, derjenige, der es zuerst richtig schreibt in den Chat, der gewinnt dieses Buch. Alle anderen bestellen bitte nicht bei Amazon. Sondern beim örtlichen Buchhändler. Ja, so. Das muss ich immer sagen, weil Amazon ist mir ein bisschen ein Dorn im Auge. Meine Frage ist, wir wissen ja alle, wer das erste Tor im Parkstadion geschossen hat. Das war nämlich kein Schalker, das war der Niederländer Ressel. Welcher Schalker hat das erste Tor im Parkstadion, Pflichtspieltor im Parkstadion geschossen? Auf die Plätze, fertig, los! Ja, jetzt nicht nachschlagen. Das müsst ihr auch wissen. Statt Pausenmusik könnten wir noch eine Frage handeln. Bis es jemand weiß, es weiß keiner. Ja, dann lass ich mal. Ja, sie suchen noch. Also, wer hat das erste Pflichtspieltor im Parkstadion geschossen? Eine Frage habe ich noch. Machen wir noch. Was hältst du vom neuen Parkstadion und was hätte man besser machen sollen, abgesehen vom Eröffnungsgegner? Ach so, was ich vom neuen Parkstadion halte. Es gibt ein neues Parkstadion, habe ich gehört. Und da hat man jemand eingeladen. Wer sollte denn da kommen? St. Petersburg, glaube ich, hat man eingeladen. Und da werde ich gerade gefragt, was ich davon halte. Ja, Parkstadion kann man das ja nun nicht mehr nennen. Für mich hat man viel zu wenig stehen lassen. Also Haupttribüne ist ja sofort abgerissen worden. Fluglichtmasten sollten mal zwei stehen bleiben. Jetzt steht leider nur noch einer da. Das ist eine Frage der Zeit, glaube ich, wann der auch durchgerostet ist und wenn er abgerissen werden muss oder Bergschäden oder was weiß ich was. Dann haben wir keinen mehr. Die Nordkurve haben sie alle Stufen weggemacht, Südkurve ebenfalls sofort. Es ist noch so ein bisschen Gegengerade da,
Und das nennt man jetzt Parkstadion, ja. Und ja, kann man machen. Und der Gegner, Zenit St. Petersburg, ja, da hätte man auch sicherlich einen anderen wählen können. Beispielsweise Rotterdam. Inter Mailand. Ne? Oder so. Also gut, dann ist es Zenit St. Petersburg. Ist auch okay. Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber ja gut, so ist es nun mal. Jürgen Meier sagt Fehler Rausch. Wer sagt? Was? Friedel Rausch? Friedhelm Rausch? Na, Rausch nicht, nein. Erwin Kremers ist ziemlich nah dran. Jetzt muss ich nachgucken. Wo kann ich denn da nachgucken? Also, es war, ich will euch nicht, wir können es, ich weiß nicht, können wir es gelten lassen? Helmut Kremers, Dirk Prinz. Ich glaube, Dirk hat gewonnen. Ich werde es aber noch mal kurz gegenrecherchieren. Soviel ich weiß, war es Helmut Kremers, der das erste Tor geschossen hat. Vorwort, wo bin ich denn hier? Jetzt wird es hier ein bisschen unprofessionell. Helmut Kremers. Dirk, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Buch gewonnen, soweit ich das gesehen habe. Alles Weitere wird der Markus veranlassen. Ich überreiche Markus Mau von dem Schalker Fanbelang, das Buch und er wird es dir irgendwie zukommen lassen, abholen, schicken. Keine Ahnung, wie das hier gemacht wird. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut, auch wenn ich ein bisschen hektisch bin. Aber es ist total ungewohnt, ja, hier in so einem, ich sehe es auch als zeitversetzt, was ich mache, hier in so eine Kamera zu sprechen, ohne Leute zu sehen. Das ist, und dann eine Stunde quasseln, ich bin ja kein Lehrer, ja, das ist ungewohnt für mich. Ja, trotzdem hat es mir viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und vielleicht, ich bin noch nicht mal bis zur Hälfte des Buches gekommen, vielleicht können wir nochmal einen zweiten Teil machen, wenn ihr Lust habt. Dürft ihr gerne eure Kommentare, wenn es euch gefallen hat, da lassen, wenn nicht, untersteht euch. Kai, wir treffen uns später, ne? Dann zum Bierchen. Okay. Nein, dürfen wir doch gar nicht, ist doch Corona. So. Wir telefonieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich weiß nicht, ob Markus noch was sagen möchte. Ansonsten. Bitte? Ich komme. Markus kommt noch. Also, schön, dass ihr dabei wart. Glück auf. Bis demnächst. So, hier brandet Applaus auf. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Die Masse tobt, denn wir haben uns natürlich illegalerweise noch mit 50 weiteren Personen getroffen. Vielen Dank, dass ihr alle zugeguckt habt. Das war hervorragend. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich vergessen, mir noch das andere Trikot anzuziehen. Ich wollte eigentlich noch mein Outfit wechseln. Das habe ich leider vergessen. Dirk Pinz, du hast gewonnen. Schick mir bitte deine Adresse. Am besten an meine E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Die hatte ich ja zwischendurch eingeblendet für die Fragen. Schaut einfach nach bei uns, Facebook, Instagram, Homepage, wo auch immer. Wir werden die Serie bestimmt fortsetzen, da bestimmt auch Corona noch ein bisschen andauert und große Menschenansammlungen nicht angepeilt werden können, was wir sonst noch für Lesungen oder andere Aktionen anbieten. Ich bedanke mich, wünsche euch noch viel Spaß heute Abend, pünktlich, um noch in die Tagesschau reinzuschalten und vielleicht auch den Tatort zu gucken, wenn ihr wollt. Stefan, vielleicht für dich noch, hier kommen ganz, ganz viele Danke. Sagung noch in deine Richtung, kann ich auch nur so weitergeben. Ich fand super und ja, habt einen schönen Abend und bis bald. Ciao.